Morgen, morgen, Mensch, Mikkels. Wir spielen heute mal auf Unliving, wie ihr seht, falls ihr die letzte Folge gesehen habt. Wir sind an der gleichen Stelle wie davor. Ihr habt also nichts verpasst. Ich habe nicht offscreen oder so weiter gemacht. Heute schauen wir mal, dass wir ein bisschen besser sind als beim letzten Mal. Besser klarkommen, besser reinkommen. Ich kann ja immer noch weiter irgendwie meine Heilung und sowas aufwerten, aber vielleicht sollte ich auch mal was anderes nehmen. Ich weiß es noch nicht. Zum Beispiel hier Energie für Zauberwaffen wird jedes Mal wieder hergestellt, wenn du einen Untoten opferst. Da habe ich, muss ich zugeben, nie großartig drauf geachtet. Ich weiß, ich habe oben den roten Trefferbalken und dann drunter das grüne. Ich war der Meinung, das ist irgendwie gefühlt immer voll, aber manchmal ging ja die Zauber wohl letztes Mal doch nicht. Ja, darum werte ich hier jetzt mal ein bisschen auf. Wir haben wieder 0 von diesen Krim, ist das, glaube ich. Richtig, Mensch, ich konnte mir was merken vom letzten Mal bis heute. Hoho. Tja. Dann wollen wir mal gucken, wie weit wir es heute schaffen. Aber zuerst das Intro. So, da sind wir also. Wir laufen weiter. Ja, bin ja schon wieder Quatsch. Ich habe draußen einen geflügelten, geschundenen Posenreißer gesehen. Der ist er. Karius, der Speer des Himmels, unsere Schutzwelle haben ihn ein paar Tage vor dem Ritual beim Schnürfeln auch nicht erfasst. Beim Schnürfeln, nicht Schnürfeln, Schnürfeln. Irgendwie ist immer so ein Knoten immer zu. So, ich habe gegen ihn gekämpft. Du, jetzt habe ich die Stimme ja schon wieder erinnert. Egal, komm, nicht so oft zu reden. Wir wollen da rein. Weil letztendlich, was die da alles erzählen, bringt mir doch ein bisschen nichts, oder? Also, ein bisschen Story, ja, okay. Ich weiß, dass ich irgendwo erstmal hin muss. Wie in jedem Spiel. Nee, ich weiß noch von der letzten Folge, vom letzten Mal. Da wollten wir irgendwie in eine neue Region kommen mit so Leichen, die ich übers Wasser oder so. War das so? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir gucken mal, was gehen wir hier heute zur Auswahl? Top Gegner im Trefferbereich, Knochen bewährt. Für die Fernkämpfer. Ich sprenge einen Fernkämpfer und die Gegner im Trefferbereich werden betäubt. Okay, er schafft einen statischen Projektilspuckende Chimäre. Der braucht irgendwie 5 Knochen, ja? Knochen umher und die machen Treffer, also machen Schaden. Den nehmen den Knochenwerfer einfach. Das ist nämlich ein Zauber, den ich machen kann, ohne Leute zu verlieren. Zu wenig Knochen in der Nähe. Gut. Dafür brauche ich halt ein paar Tote. Da, diese Knochensplitter, die jetzt hier rumliegen. Die hier. Die da. Die kann ich damit quasi benutzen. Ein paar Rüstlinge hier. Ja, da kommt eine Missgabe. Ach komm, ey, ich hab grad noch gezaubert. Ich konnte mich noch nicht bewegen. Diese Sau. Dampf den hier auch noch. Da bringe ich ja auch noch eine Truppe. Kommt mal hoch, kommt mal hoch, kommt mal hoch, kommt mal rüber. Los hierher, sammeln. Sammelt euch. Meine kleinen Minions sozusagen. Ey. Oh, weiter geht's hier. Attacke. Schieß die doch mal tot, Mensch. Nee, Heinz kommt, der muss mich jetzt nicht schießen. Den kannst du einfach tot machen. So. Wir sind jetzt hier unten. Kommt der da durch oder kriegt der die auch mal weg? Ruf da auf den Bogenschützen. Wo wollt ihr hin? Bleibt mal bei mir. Oh, wir haben mal in Ruhe. Hatten wir das letzte Mal ja nicht gefunden. Dann könnte ich mal an den Kombi einen Shop auch nichts leisten. Hier haben wir auch viel Knochensplitter, aber immer wenn ich irgendwo bin, kommen da gerade auch keine Gegner mehr, dass die Knochensplitter quasi lohnen. Also wir müssen uns irgendwie mal so ein bisschen Weg merken. Ich weiß auch noch nicht. Was ist denn, wenn ich hier immer unten lang laufe? Hier, kommt mal mit. Könnte man mitgefeifen können. Missgabe will ich nicht. Kannst du behalten. Kann ich auch auf im Baumarkt hoch. Wo will denn er hinschießen jetzt? Wirkliche Ballard. So, ich wollte ja eigentlich so den Knochenbereich locken, aber es klappt wohl nicht so. Also einfach rein da jetzt. So, Nahkampf scheint deutlich mehr abzuziehen, aber ich bin halt immer in der Gefahr, dass ich irgendwas kassiere. So, können wir hier rüber? Haben wir einen Hund bei? Ja, wir haben eins. Aua! Ich hab's kommen sehen. Er macht die Platter jetzt. Okay.
Hilft ihm die Füße oder was? Ich dürfte nicht mal angreifen. Ich stehe irgendwie nur daneben irgendwie, kommt immer so vor. So, alle mal ein bisschen heilen, damit die Gruppe wieder ein paar Treffer kriegt. So, wo kommen wir hier hin? Ah, was haben wir da? So, brauche ich jetzt noch nicht. Erweckt. Wobei, vielleicht kriege ich einen mehr. Ne, kriege ich nicht. Ich hätte den einfach kaputt machen sollen. So, das war mein Knochenzauber, weil da so eine genug Knochen rumlagen. Ach komm. Wissen wir zumindest, dass es keinen vierten Balken gibt. Also zumindest so nicht. Auf diese Art und Weise. Muss ich den ja schon fast wieder benutzen, um mich zu heilen. Scheiße. Will ich noch nicht. Nee, mach ich noch nicht. Stell ich vor, dass ich einen verliere, aber ist egal. So, also hier drüben haben wir erstmal alles geklärt. Hier sind wir ja sozusagen her. Oder zurück. Oder zurück. Kriegen wir die nach hier unten gelockt? Komm mal hierher. Perfekt. So. Zwei kann ich noch nicht holen, weil hier noch welche leben aus der Gruppe. Gerade müssen wir das abändern. Oder zurück. Leute dazu. Und hier den auch noch. So, wir haben hier ein paar Knochensplitter, die könnte ich theoretisch wieder benutzen. Der Seite ist keiner, nee. Machen wir es mal noch einen Weg frei. Nein, hier bleiben. Knochensplitter nutzen. Sie immer reinrennen, nervt mich. Ja, jetzt haut ihr nochmal um. Kommt schon mal ein ekel Pfeil von einem ganze Pfeiltruppe da oben. Ja, der eine hat sich gut gesprengt, glaube ich. Da habe ich gerade die Zauber gerade gut eingesetzt. So, alle wieder zurückkommen. Was brauche ich jetzt? Zurück. Das Knochenzauber schießt den ab da. Genau, so. Jetzt habe ich hier so einen Trank gefunden. Ja, egal. Aua. Komm, haut ihn weg. Das ist bloß Energie. Hier, kann ich einen Zauber nutzen? Keine Knochen in der Nähe, verdammt. Jetzt habe ich Knochen. Schieß die mal ab da. Jetzt benutze ich den Knochenzauber ganz oft diesmal. Vielleicht komme ich ein bisschen weiter diesmal. Lass mal ein bisschen was kaputt schießen. Ein bisschen, damit die Leute da nicht hängen bleiben wieder Ewigkeiten. Ja, ja. Guck mal, schieß zurück. Und jetzt ruck da. Immer schön rein da. Ja, immer weiter, weiter, weiter. Macht immer alle platt. Ja, weg damit da oben. Durch da. So. Was haben wir denn hier Schönes? Lebensfunke. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Knochen benutzt. Egal. Oh, da wurde irgendwas getötet. So, wir haben 47 Leute. Ja, wenn dann natürlich wieder mittendrin so eine fette Horde kommt, bin ich auch wieder am abnippeln. Komm mal hier Schönes hin. Da waren noch auch ein paar Sachen, wenn ich mich recht entsinne. Immer schön rein. Ich bleib hier hinten diesmal. Ah, scheiße. Ich hab noch einen Fall kassiert. Bogenschützen, dass sie es schaffen, um an der Horde vorbeizuschießen, nur um mich zu treffen, ey. Weil ich bewege mich um hoch und runter beim Rumballern hier. Haben wir alle? Ja. Was greift er denn an? Ein paar Flaschen. Ein paar Vasen, nicht Flaschen. So, ein bisschen Asche, ja. Ich hätte lieber noch mal einen besseren Zauber gehabt oder den verstärkt.
den Knochenschuss-Zauber vielleicht noch mal ein bisschen. Das wird ein Skelett, dann hängen die mal irgendwo fest. Guck mal alle her. Sind das noch alle 37? Immer folgen, folgen, folgen. Da unten hängt auch einer. Gott, da hängen sogar zwei hier. Kein Wunder, dass meine Truppe nicht so groß ist, wie ich denke, weil die einfach immer irgendwo abgammeln. Sehr nervig. Das ist genau das, was ich meinte. Das sollen sie mal langsam patchen. Gucken sich mal ein bisschen vernünftiger bewegen können. Vielleicht ist mal eine Fett passiert. Ach, scheiße, ich glaube, ich habe Zauber zu früh benutzt. Sind wir im Falschen? Wo ist denn hier mein Heiler? Mach mal da oben rein. Wo ist denn mein Heiler? So, jetzt muss das Knochending ein paar abschießen. Das Feuer auf. Alle abgenippelt, perfekt. Wie viel habe ich jetzt noch? 42. Hier unten ist eine Truhe. Wollen wir uns mal besorgen. Komm durch da jetzt. Komm der Große. Ja, jetzt habe ich ihn kassiert. Komm der Große, muss jetzt weg hier. Wegen den ganzen Bogenschützen dahinter, die nach mir. Neue Truppen. Scheiße, mein Heiler ist abgenippelt. Haben wir sie? Wir haben jetzt noch 37. War nicht so gut. Nur Geld. Damit kann ich halt immer nichts anfangen. Ich muss halt erstmal einen Shop finden, damit sich das Geld lohnt. Was haben wir hier? Da kann ich doch meinen Zauber jetzt mal verbessern, oder? Ich brauche halt 25. So, was haben wir hier? Da kann ich 15. Transmutationsrune verwandelt 15 Asche in Gold. Ja, aber ich will kein weiteres Gold. Ich will einen Shop haben, wo ich das Gold ausgeben kann. Jetzt bringt mir das ganze Geld nichts. Jetzt muss ich wieder gucken, dass die Leute hier mal um die Ecke kommen. Hallo, kommt mal mit, richtig. Hier oben hängt fest. Jetzt kommen sie alle, okay. Ich habe schon Angst gehabt, dass die Hälfte hängen bleibt. Großen müssen weg. So, jetzt rüber da. Muss man sich echt konzentrieren. Das hängt ganz schön. Oh nein, jetzt kommt die Werwölfe wieder. Die will mich irgendwie immer töten. Stoppt der mal? Wird ja fast meine ganze Truppe ausgelöscht hier oben. Wird ja auch einfach nur, dass sich einen Großen auf den Werwolf abstellen und der rechts in die Bogenschützen töten, aber irgendwie machen die das ja immer nicht. So, jetzt aber gut da. Zumindest bin ich dem Werwolf mal ausgewichen, so ein bisschen. Hat er den jetzt schon beschworen? Nee. Kann ich immer noch nicht. Guck mal zurück. Ich hab mich ja als Kugel, darum muss ich jetzt aufpassen auf euch. Achtung, Zeit läuft halt noch. Haben wir jetzt hier noch ein paar erwischt? 11 Sekunden Abklingzeit? Ja, die können wir noch warten. Kommt die jetzt noch mal runter oder nicht? Könnt ihr hin? Hier, der Bogenschütze, komm. Der lädt seinen Schuss auf. Oh, da sind echt noch ein paar mehr. Oh Mann! Die ganzen Heiler hier hinten sind, um weg mit dem Bogenschützen zu sein.
So, jetzt haben wir aber das 27, ist aber immer noch nicht die Welt. Ich brauche mal zum Opfern, du musst mich heilen. Oh, fuck. Anstrengend. Die Gruppe wird nicht größer, sondern eher immer ein Stück kleiner. Und links stehen sie auch schon wieder am Startmesser. Bis hinten noch den einen Werwolf, glaube ich. Komm, weg mit dem da oben. Keine Energie mehr, was heißt das denn jetzt auf einmal? Hier ist keiner mehr, alle tot. Okay, warte mal, wir müssen mal wohl ein bisschen sammeln. Hier haben wir auch noch ein paar Leichen, die wir nicht geholt haben. Ich echt noch für den liegen lassen, meine Güte. So, den zogen wir den unten auch noch, perfekt. Wo läuft der hin? So, wie viel haben wir jetzt zusammen? 40. Sammeln, sammeln, sammeln. Hier gibt's Waren. Ich brauch halt wohl einen Trefferbalken mehr. Das wäre was Feines. War der das hier? Erstellen von Zauber und Opferung verwendet wird. Blut Essenz. Blutflut. Das ist das, wovon der geredet hat beim letzten Mal. Vom Blut zu Chimären, die aus dem Gegner kriechen und explodieren. Ein Blut. Ja, das liegt ja, glaube ich, immer rum, das rote Zeug, oder? Beschwört einen blutroten Krieger aus Blut. Damit haben wir mehr Nahkämpfer. Aber bei Opferung. Hier steht nichts von Opferung. Wir nehmen mal das. So, warte mal, das ist Gesundheits... Füllt ein leeres Segment der Gesundheitsleiste wieder auf. As if nothing happened. Gut, was haben wir hier drüben noch? Ich habe ja noch irgendwie ein bisschen was. Ein Lebensfunken zu besitzen, ein zusätzlicher. Nicht nur noch, nee, das. Einfach nur 10 Asche. Asche. Ich sage immer Asche, aber es ist Asche. Asche ist das daneben. Blöd, dass das gleiche Namen fast hat. Laufen wir jetzt hier weiter oder gucken wir nach links? Komm, wir sammeln uns hier mal kurz. Und ruf da. Oh, hat Kopf zu ruckeln. Warum auch immer. Komm. Hat sich schon wieder eine kassiert. Das war der Blutzauber. Der hat jetzt meinen Knochenzauber ersetzt. Achso, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Leider verrecken hier hinten gerade ordentlich welche von mir. Alles nicht so gut. Ich verliere gerade zu viele Leute. Komm, mach den großen da platt. Aua. Sammeln und drin da. Komm, ihr Blutgeister, drauf da. Komm nicht durch. Scheiße, wie ich. Scheiße, jetzt ist mein Vampir auch noch umgekippt. Der Vampir, mein Werwolf. Komm, schießt den großen halt platt. Ich hab über 15 Punkte, ey. Ist ja nicht schuss. Halt mich das jetzt oder halt mich das nicht? Ein bisschen von dem Kram. Das da muss weg. Tötet den Heiler da. Kommt von hinten schon wieder Werwolf. So unfassbar viel Treffer jetzt an den Werwolf verloren. Jedes Mal, ey, diese Werwolf finde ich ja so unmenschlich eklig. So, habe ich hier noch jemanden, der wiederbeleben irgendwas heilen kann? Nee, natürlich nicht. Jetzt haben wir ihn wieder, den haben wir doch letztes Mal schon gefunden. Diesmal steht er woanders. Jetzt gebe ich den quasi wieder Treffer ab. Ja, wie viel nimmt er denn noch? Das ist ja eklig. Letztes Mal hat er gefühlt weniger genommen. Scheiße, jetzt bin ich ja schon fast tot vorher. Achso, und dafür habe ich jetzt die bessere Blutflut oder sowas. Ah, jetzt raff ich das. Beim letzten Mal habe ich das, glaube ich, gar nicht eingesammelt. Oh, das ist ja richtig dumm gewesen, denn.
Okay. Ihr müsst da unten mal kämpfen. Ich kann nicht so richtig mitmachen. Ich bin ja irgendwie fühlt schon tot. Ich bräuchte mal jemanden, der hier ein bisschen mitmacht. Blutkram ist noch nicht bereit, das dauert ja noch ewig. Mach mal hier. Ich brauche mal kurz. Heil mich, ja. Ist denn das hier rechts? Links? Was ist denn das? Soll ich jetzt einfach nur, weil die Leute da hängen bleiben? Machen wir die jetzt mal langsam durch, hier, komm. Ich glaube, da stehe ich. Mal oben eine Seite sammeln erstmal. Hier ist nichts mehr groß. Schitte. Ich hab noch einiges am Blut. Vielleicht kriegen wir die hier rausgelockt. Kommt raus da. Kommt raus aus der Ecke. So, und ruft da. Das war's? Mehr macht der Blutzauber nicht. Ich krieg ja nicht mal einen Bauern tot. Der ist jetzt schon Stufe 2. Aber von unten schießen zur Fülle, ey. Komm mal her, heil mich mal. Fuck, ey. Da kam wohl der Täter Werwolf. Ach komm, ey. Immer dasselbe mit diesen Werwolf-Viechern. Ist ja richtig widerlich. Da brauchen bloß 3 Stück kommen. Jeder haut mir einen Treffer weg. Ich hätte auch bei dem kommenden Typen da unten nicht für die Blutessenz, wenn ich gewusst hätte, dass die Blutessenz so scheiße ist, wirklich da was ausgegeben. Ja, das haben wir fertig quatschen. Ich hätte niemals dafür was ausgegeben. Was haben wir denn jetzt hier noch? Irgendwelche Rituale. So, wir kommen einfach immer ein Stück voran da. Geht auch schon wieder mal zu labern. Was wollen denn die ständig? Kommt da nichts Sinnvolles bei raus? Ach man, ich habe hier gehofft weiterzukommen als beim letzten Mal. Und so richtig weiter bin ich nicht gekommen. Ich habe 0. Habe ich nichts erreicht diesmal? Basis-Energie-Verzauberwaffen, Basisangriffe. Wie das mal wieder herstellt, wenn dann. Aber ich habe doch die Basisangriffe, kostet doch nicht so wirklich Energie, oder? Zauberkraft. Wenn ihr Lebenskraft fehlt, um eine Aufbauung oder einen Zauber auszuwirken, wird automatisch ein Untoter mit der geringsten AP leergesaugt, um den Mangel auszugleichen. Die Menge an Lebenskraft wird um 0,9% so erhöht sich die Aufstufung dieser Verbesserung. Was ist denn, wenn ich hier Q drücke, alles zurücksetze, die Ghoul-Arme hier nehme, alles in die Ghoul-Arme einfach stopfe. Soll ich noch 6 übrig, dann nehmen wir noch den Arztpass noch immer mit. Nehmen wir das auch immer mit, mehr können wir eh nicht leisten. So, jetzt haben wir aber die Ghoul-Arme Qualität 4, Energieverzauberwaffen. Also mein Basis- oder Basisangriff wird jedes Mal wieder hergestellt. Und zwar 40 Energie pro Opfer. Wir gucken mal, wir testen. So, der hat sicherlich auch wieder was zu quatschen. Das hier habe ich ja alles schon. Oder? Ist hier noch eins übrig? Kann ich denn hier noch nichts weiteres machen? Warum ist das jetzt alles immer noch in Englisch? Ist das dazugekommen mit dem letzten Update? Oh, was hast du jetzt zu quatschen? Ja, Verschnaufpause, so, super. Wieder rein. Wir müssen ja irgendwie mal weiterkommen. Kann ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit irgendwo da oben hängen bleibe. Ist immer so diese Ecke, wo sie denn so von beiden Seiten kommen und dann die Werwölfe von da, dann achtest du mal zwischendurch nicht drauf, denn die Mörser, dann bist du so in Hektik. Ich versuche das ja schon immer so ein bisschen zu entschleunigen zwischendurch, indem ich wieder ein Stück zurück und sammeln und aber irgendwie, es ist halt auch das absolute Chaos, muss ich mal sagen. So, wir müssen hier echt drauf achten. Das hier opferten Nahkämpfer. Und dann spritzt Blut auf die Lebenden. Das Blut könnte ich für andere Zauber benutzen. Habe ich jetzt aber nicht. Also will ich jetzt nicht. Das Band zerschneiden. Erweckt Leichen in der Nähe, wobei die Einschränkung, die ganze Gruppe muss tot sein, ignoriert wird. Damit kann ich Tote wiederbeleben, wo noch dieser rote Totenkopf drüber ist, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, ob du mir das so viel bringt, aber die Blutflut ist genauso bescheiden. Kann ich die von hier aus schon treffen? So, jetzt kommt der Druck da. Haben wir alle? Komm, den letzten.
Gut. So, am Anfang ist das ja noch gemächlich mit der kleinen Truppe hier. Aber die sind, irgendwie greifen die nicht so an, wie ich das mir wünsche. Wenn ich jetzt sage, ja, der Bogenschütze ist kacke, greift doch den Bogenschützen an. Da, den da zuerst, mach doch mal den. Machen die nicht. Ich kann ja nicht mal um die Ziele aussondern, dass ich sage, tötet mal bitte die wichtigen alle. Und dann nicht hinterher rennen, bleibt mal bitte hier. Bleibt mal bitte hier. Ausweichen. So, jetzt kann ich nämlich mal erstmal ein paar Mal rumballern, weil einen einzelnen kriege ich auf jeden Fall tot. Na, der hat mich trotzdem gehauen, den sind acht. Was haben wir hier noch? Erstmal nix. Wenn ich jetzt so jetzt die Truppe nehme und wo die unten angreifen, kriegen sie Pfeile ab. Wenn ich aber jetzt einfach erstmal reinballere, den Weg wieder freischieße. So, jetzt schießen die und jetzt ruft er. Okay. Ja, gilt. Ich weiß immer noch nicht. Ich hätte lieber den Knochenzauber nochmal. Ich glaube, der hat ein bisschen wenigstens was gebracht. Der hat auch immer ein, zwei abgeschossen. So, ihr solltet wohl schützen. Ich muss zuerst angreifen. So, dann bleiben wir erstmal wieder hier hinten. Bleibt schön da, ja. Nicht, dass sie wieder reinrennen, ey. Das nervt manchmal. Dass die einfach so mich wieder verfolgen. Ja, verfolgen sie mich wieder, obwohl sie das gar nicht soll. Keine Energie mehr. Hier unten, das hier ist die Energie für den Zauberkran, mehr für den magischen Pfeil. Ich darf also auch nicht die ganze Zeit rumbatzen. Habe ich wieder einen Pfeil kassiert. Der ist doch so starr beim Laufen, ey, manchmal. Die Pfeile kommen schon langsam, aber ich realisiere das einfach in der Masse nicht so richtig. So, hinter mir ist ein Gegner aufgetaucht, den sammeln wir uns hier mal. Und könnt ihr einzelne rausnehmen. Kommen die? Einzelne uns holen. So, einzelne. Hier bleiben. Und drauf. Na, drauf da jetzt. So. Truppe ist noch zusammen. Da ist noch einer. Komm. Den müssen wir noch. Die Hunde ja auch noch. Hunde sind immer am optimalsten. Die können wenigstens über die Deckung rüberhüpfen. Das hilft echt. So, folgt mir mal bitte. Vielleicht muss ich mir auch mal die Steuerung genauer ansehen. Nächste Mal oder sowas. Um zu gucken, dass die ein bisschen... Ja, dass die mal da angreifen, wo sie auch sollen. Von hier war ich ja schon gekommen, ja. Ja, ich glaube, hier war ich schon. Oh, ich krieg's mit der Orientierung auch immer noch nicht genau hin. Ja, stimmt. Von da unten bin ich gekommen, hier hoch. Da wollte ich erst da lang, dann bin ich wieder zurückgelaufen. Die haben wir erstmal alle. Haben wir hier noch jemanden, der wiederbeleben oder heilen kann? Der da. So, dann haben wir zumindest erstmal die Treffer wieder drin. So, dann weiter geht's. Der Große greift an, also alle raus, raus, raus. Aua, Mann. Perfekt, ich habe einfach einen Nahkampf geopfert, damit der Große nicht nochmal schlagen kann und zu viele Leute trifft. Jetzt kommen alle wieder zurück, zurück, zurück. Ich brauche Treffer. Nicht, dass ich jetzt schon wieder verliere. Sonst. Da oben rein.
So, was haben wir hier? Grimm, das ist immer gut. Dann kann ich weiter aufwärmen. Sehr, sehr sinnvoll. So, hier unten haben wir noch ein paar Leute wieder zum Holen. Da noch ein paar Leute. Das schieße ich mal vorher kaputt. Kommt mal. Ihr bleibt hinten. Kommt mal her. Scheiße, hat nur zwei kassiert. So, und rein da. Wie viele gestorben sind gerade von mir, ist Wahnsinn. Alle so wenig Treffer gehabt. Wo smackt euch da durch jetzt? Was ist los? Guck mal da raus da, ihr seid ja fast alle tot. Oder raus, 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 raus. Kleinen Kram durchkriegen, bevor der Große da richtig Schaden machen kann. Haben wir den? Ja. Die Einzelnen immer, die ziehen dann immer weiter nach oben. Ich will nicht diesmal wieder so weit reinlaufen. Puh. Den holen wir uns aber noch. Gucken wir mal, was unten gibt. Was finden wir diesmal hier unten in der Ecke? Das hat mir, glaube ich, gerade mehr Plus gebracht. Als Minus, glaube ich. Den explodieren wir, dann kommen wir da schneller durch. Ist ja eklig, wenn die da jetzt nicht schießen können und man nicht durchkommt. So, was haben wir hier? Den brauche ich doch jetzt nicht. Hier bleiben. Und rein da, aber einmal durchlaufen. Hier, komm, die da hinten zu holen. Wieder wird den Bogen schützen wir zuerst. Treffer sehen gut aus. So, aber das hier bringt mir doch nichts. Also könnte ich doch das umtauschen. Und habe jetzt mehr Asche. Mehr Asche. So, also. Da war doch ein Skelett am Festhängen. Da ist auch wieder eins festgehauen. So. Ja, folgt mir doch mal bitte. Aber vernünftig, nicht wieder hängen bleiben irgendwo. Hin und her sammeln. Und rein da oben. Und raus, raus, raus. Das war nicht so gut mit dem Feuer. Aber sammeln, 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 sammeln. Sammeln. Und nochmal rein. Wobei. Komm, explodier. Ihr müsst draußen bleiben. Der Heiler muss uns noch umfallen. Komm, wir machen. Oh, Schuss kommt vorbei. Das Explodieren von dem Dicken braucht so lange, bis dahin ist die Gruppe meistens schon tot. Oh. Kacke, das war dumm. Zu spät realisiert, aber man kriegt die auch nicht vernünftig schnell zurückgezogen. Ich hab gerade so einen starken Schuss kassiert, jetzt holt ja bloß hinter den Bogenschützen kommen. Eins ist schon explodiert, hat nicht erreicht, um den Dicken vorzukriegen. Hier war Heilung mittendrin. Perfekt. Die roten Flaschen sind einfach so ultra selten. Da unten, die ignoriere ich jetzt. Ich will ja sonst nochmal gefühlt alle töten. Kommt hierher, ja, nicht wieder irgendwo hängen bleiben. Stop them. Haben wir alle? Hier haben wir bloß eine Kiste. Noch mehr Geld. Hier kommen wir jetzt natürlich von Alten und Enden. Oh, jetzt hab ich dicke kassiert. Wir müssen hier jemanden, der mich heilen kann. Du da, heil mich mal.
Was denn? Jetzt habe ich den umsonst geopfert, der hat mich nicht geheilt. War zu weit weg, oder was? Dann muss ich den hier nochmal benutzen. So, oben haben wir alles, hinten haben wir alle. Gibt es noch welche zum Rufen? Anscheinend nicht. So, dann kommt mal bitte vernünftig mit. Nicht wieder irgendwo hängen bleiben, nicht wieder irgendwo hängen bleiben. Ja, weiter, weiter, weiter. Kommt. So, wir müssen da rein. Spreng dich mal, damit die Hunde gleich tot sind. Okay, wir haben von dem Bogenschütz passiert hier. Jetzt stehen sie alle im Feuer aus der. Neue Truppe sammeln, das schießen wir vorher ab. Ich keine Lust drauf. Ich habe gerade mich konzentriert, dass ich den einen in die Luft jage, damit ich den Ofen da ein bisschen schneller tot kriege. Und dann kommt natürlich der Schuss an. Oh, ich kann auch nicht an der Heilung vorbeilaufen, weil der Sammelradius dafür so groß ist. Und dann der Wolf. Ja, weiter. Ich muss nicht immer an allem hängen bleiben. So, ist in der Ecke jetzt hier noch was? Nö. Noch gleich weitere Werwölfe da. Der springt mich jetzt auch an. Ja. Ich bin ausgewichen. Man muss einfach nur weiterrennen. Dann kommt man da weg. Einfach sich dauerhaft bewegen. Den wir jetzt schnell tot. Aua. Jetzt hab ich irgendwie anders getroffen in der Zeit. Kommt Hunde von hinten. Zu viele. Gut, jetzt war der Zauber echt mal notwendig. Ich hab den Dicken da tot. Den auch. Jetzt könnte ich nämlich die wiederbeleben, während meiner quasi noch nicht mehr so. Während die noch rot waren. Ich hatte ja kurzzeitig fast gar keine Truppen mehr. Ich will aufpassen, dass hier nicht irgendwo ein Werwolf rauskommt, der mich einfach mit einmal trifft. Habt ihr den Mörser? Ja. Was haben wir hier Schönes? Lebenskraftessenz. Leichenexplosion. Lässt deine Leiche gewaltig explodieren. Lebenskraft 20? Also das grüne Zeug. Beides gleich. Das will er die Plage. Da muss ich halt wohl so noch ran, ja. Komm, wir nehmen den trotzdem nochmal. Der war echt nicht schlecht. Wenn die Gruppe größer ist. Gibt es hier mal Waren zu kaufen? Da kann ich mir wahrscheinlich nochmal Lebenspunkten kaufen. Das war hier, ja. Gutes Zins, nee. Lebensfunke, die hier waren das. Was haben wir da noch? Treffer mehr haben können. Ich habe 160. Jetzt darf ich 4 haben. Den nehmen wir also mit. Nee, die Asche wollen wir nicht. Magic at its best. So, jetzt haben wir 3 von 4. Wenn ich irgendwie nochmal an einen komme, wäre natürlich sehr geil. Den ersten würde ich zumindest ausgewichen. Ach komm, Mann. Komm, explodiert. Ich brauche Heilung. Mann, jetzt tötet doch mal den Decken. Ein bisschen weg, dass ich da nicht was kaputt schlage und alle hochgehen. Ich habe noch Heilung in der Tasche.
bisschen Heilung kassieren. Schuppe, ich brauche nur die Sau. Komm. Kommt von hinten wieder welche. Komm. Ich hab keinen Tod, Mann. Die kamen halt mittendrin immer noch von allen Ecken und Enden. Da habe ich wieder so viel Truppen verloren. Du greifst die eine Seite an, weißt es sind zwei Seiten und es kommt von dritt. Also, das ist einfach so unmenschlich hier. Ich weiß nicht, wie ich die Stelle hier schaffen soll, ohne gleich viel zu viel zu finden. Wir sind ja fast bei Null gewesen. Und 21 ist ja nun auch nicht gerade die Welt. Ich habe auch schon wieder nur noch zwei Balken. Hier kriege ich wieder einen dazu. Davon, jetzt hätte ich fast Vierer haben können. Aber so ist nun mal. Wie viele Truppen haben wir? 29. Sind das 29, ja? Sieht aus wie nix. Nicht hier hängen bleiben. Bleib doch mal da oben, Mensch. Ach, das war schon wieder Kacke. Ah, schon wieder so ein dicker Schuss. Mann! Komm, ich hab das Gift drin gejagt. Das muss reichen. Wir müssen doch jetzt alle verrecken, oder? Nicht? Komm, ich glaub, den da weg. Geht nicht. Doch, da ist doch das Gift. Das müsste doch funktionieren, oder nicht? Ich dachte einfach vergiftet von diesem ekelhaft grünen Zeug. Wieso habe ich denn den jetzt nicht wiederbelebt? Haben wir jetzt hier erstmal alle. Sammeln. Hier waren wir schon mal. Jetzt kommen sie doch gleich wieder von rechts, von oben und von links. Bleib doch mal da drüben. Da unten ist der Werwolf, der mich letztes Mal durch umgebracht hat. Bleib doch mal bitte hier. Da sind ja auch noch zwei Werwölfe gleichzeitig. Jetzt muss ich kurz warten, Energie ist so niedrig. Warten, warten, Energie. Jetzt können wir wohl. Kommen sie, oder? Wir werden jetzt rein. Jetzt rein, komm. Bewegen, damit der Werwolf mich nicht trifft. Du opferst dich jetzt, komm her. Komm, bumm. Werwölfe tot. Sind die Werwölfe zumindest da? Durch den anderen Zauber? Der war knapp. Den drauf nachher. Was kämpft ihr gegen die zwei Hansel da aus? Brauch dich mal. Haben wir die? Ja. Alles sammeln. Ruf da auf die einzelnen Bastarde. Hier haben wir noch 21. Ja, wieder fast nichts. Ups, das war der falsche Zauber. Hier ist nichts. Da kommen sie von hinten. Ja, war aber doch klar. Weg hier, weg hier, weg hier. Fetch your future brethren. Oh Mann, was soll ich denn machen gegen den da? Und ich verfolge meine Leute, mir nicht folgen, obwohl ich die ganze Zeit die Puppe flicke, ey. Explodier, hau den tot, Mensch.
gammeln die denn jetzt da unten ab? So, haben wir jetzt alle zusammen? Jetzt müssen wir wohl an den nächsten Viechern vorbei hier, wa? Hier oben mal alle, komm, hau die weg. Die auch noch. Ja, ihr könnt doch nicht schießen, ich bin gerade im Ausweichmodus. So. Jetzt haben wir wohl 51 Truppen zusammen. Leider nur 2 Treffer. Muss echt aufpassen, wenn einer mich rinspringt, bin ich auf einen runter und dann reicht es, wenn irgendwer mich nochmal boxt. Da sind nämlich schon wieder 2 von den Dingern. Kommt weg mit dem. Direkt beschworen und rein jetzt. Das ist der ganze eklige Mist tot. Ja, weiter. Weiter. Geh doch mal. Leute. Hier, spreng dich mal in die Luft, damit er schneller durchkommt. Komm da nicht richtig durch. Jetzt vielleicht besser? Weg beim Pompeuer. Schön weg vom Feuer, ja. Da unten ist auch noch eins, das können wir aber ignorieren. Aufpassen wir, ey. Weit war ich glaube ich noch nicht. Super, dass nicht irgendwo ein Werwolf von der Seite mich erwischt. Ich habe überhaupt keine Energie mehr. Da hinten hängt die Hälfte meiner Gruppen, hängt doch irgendwo fest. Tötet den nochmal. Nein, da. Ja, ich habe genug Dicken jetzt. Komm, den da auch. Und da unten kommen ja noch mehr, die auf mich schießen. Komm, wir gucken erstmal, was es hier gibt. Ihn will er, den, der. Nee, den ignoriere ich diesmal. Will ich nicht. Nee, ich will meine Treffer behalten. So treffe ich das hier nicht so gut. Treff das nicht. Ist nichts im Weg. So. Sieht immer so aus, als wenn da noch was im Weg wäre. Meine Truppe ist so klein. Schaffe ich die da überhaupt? Ach, die können da gar nicht lang. Ist komplett dicht, okay. Ich gebe so viele Echos, wenn ich die irgendwie mal benutzen könnte, vernünftig, wäre geil. Komm, dann müssen wir auch mal unten versuchen durchzukommen. Kacke, kommt ein Brandgeschoss. Jetzt kann ich auch nicht einzeln da rausrufen. Bis ich sage, raus da, raus da, raus da. Ich komme da niemals durch. Ich muss die irgendwie hallo. Stirb dir mal. Heiler hier war das, ne? Aber ich kann mich immer nicht bewegen. Unliving Massacre. Komm, explodier einfach. Explodier. Kann ich jemanden rufen? Ne, 3 Sekunden noch. Ja, ich werde immer verlangsamt von den anderen Handkopf. Ich brauche keine Gruppen mehr, ey.
everyone dies. I should kill them first. Kann ich nicht? Jetzt ist so mit der Fähigkeit. Aber jetzt haben wir es mal noch zwei Hansel. Nicht da unten gleich will er hinrennen. Jetzt sind da schon alle tot. Not yet. Der Heiler. Nicht mitgekriegt. Dass ich auch überall rüberschießen können. Tötet den doch mal. Auch wenn noch Treffer kommt. Alter, ohne Truppe ist richtig abartig. Komm. Oh Gott, ich hab nichts mehr. Entschuldigung für das Mikro, aber ich bin so eingeschränkt gerade. Meine Güte, was ist hier los, ey? Jetzt kann ich mich hier nochmal verbessern, als wenn das noch so viel ausmacht. Hm. Mehr Leichen erwecken, ja, vielleicht. Falls ich den Großen explodieren lasse. Gott, da kommt schon mal ran hinten. Nein! Da kommen sie wieder von hinten. Drücke Fähigkeit und der springt mich in der Zeit an. Gut, irgendwie haben wir aber 15 von diesem Zeug hier oben bekommen. Anstrengend das Spiel. Echt anstrengend. Aber fett trotzdem. Man kommt doch irgendwie mal ein bisschen voran. Dadurch, dass man doch ein bisschen mehr rauskriegt, mehr weiß, was man machen soll. Gut, aber für heute sollte das auch mal gewesen sein. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.